Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video darf ich euch ein sehr spannendes Modell der Marke Bruno Söhnle vorstellen, und zwar das Modell Makato. Ich habe es in drei verschiedenen Varianten hier. Wie viele Varianten es gibt und wie diese aussehen, das erfahrt ihr gleich. Ich möchte nur vorweg sagen, ich habe hier Pressemodelle, das heißt Uhren, die auf Messen waren, die schon getragen und angeguckt worden sind. Deswegen ist hier und da mal die ein oder andere Gebrauchsspur mehr zu sehen. Bitte seht darüber hin weg. Es sind einfach Uhren, die schon in den Händen verschiedener Leute waren. Wir haben hier einen schönen sportlichen Chronographen, perfekt geeignet für den Alltag und vollgepackt mit verschiedenen Funktionen, auf die ich gleich noch eingehe, aber ihr könnt es natürlich schon anhand meiner Aufnahmen sehen, dass da einiges auf euch zukommt und dank des verschraubten Bodens sowie der verschraubten Krone ist auch eine Wasserdichtigkeit von 10 Bar gewährleistet, sodass der eben angesprochenen Alltagstauglichkeit absolut nichts im Wege steht. Ich gehe jetzt auf die Uhr im Detail ein, indem ich euch kurz die technischen Zahlen, Daten und Fakten nenne. Im Speziellen möchte ich hier auch noch mal auf das Uhrwerk eingehen und anschließend hört ihr meine Meinung zu diesem Modell. Insgesamt gibt es hier sechs Varianten der Makato, die euch zur Verfügung stehen. Schaut da auch gerne noch mal im Online-Shop vorbei, wo ihr alle Varianten im Überblick seht. Es gibt die weiße, die blaue und die schwarze jeweils mit einem Lederband. Oder mit einem Metallband. Wir haben hier im Video jetzt die weiße Variante am Leder sowie am Metallband und die blaue Variante ebenfalls am Lederband. Das Gehäuse der Uhren ist aus Edelstahl und wie schon gesagt, Krone und Boden sind verschraubt. Der Durchmesser der Uhr beträgt 44 mm bei einer Höhe von 12 mm und wasserdicht ist die Uhr bis 10 Bar. Anhand der Größen merkt ihr, ihr solltet kein zu schmales Handgelenk haben, um diese Uhr zu tragen. Wobei ich den Vorteil darin sehe, dass das Modell gerade am Lederband Trotz des sehr vollen Zifferblattes sowohl elegant als auch sportlich getragen werden kann. Die Zeiger sind mit Leuchtmasse belegt, sodass ihr auch im Dunkeln eine Ablesbarkeit gewährleistet habt und wir haben Saphirglas innen entspiegelt verbaut. Das Lederband ist ein Kalbslederband mit Doppelfaltschließe oder eben wahlweise das massive Edelstahlarmband, das ihr wählen könnt, mit ebenfalls einer Doppelfaltschließe. Beides finde ich sehr, sehr gut gelöst. Wir haben ein Gewicht der Uhr am Lederband von 113 Gramm am Stahlband. Sind es 178 Gramm und der Bandanstoß beträgt 22 mm bei einem Lack zu Lack von 51,36 mm? Ich selber kann diese Uhr mit meinem Handgelenksumfang von circa 18,5 cm in meinen Augen sehr gut tragen und ich denke, das gilt auch für all diejenigen unter euch, die etwas darunter oder darüber liegen. Bei sehr, sehr dünnen Handgelenken ist es einfach Geschmacksfrage. Aber natürlich muss eine Uhr nicht nur gut aussehen und die eben vorhandenen. Technischen Zahlen, Daten und Fakten stellen natürlich auch nur einen Teil der Uhr dar, denn wichtig ist vor allem das Uhrwerk. Und hier haben wir etwas ganz Besonderes, denn wir haben ein Ronda 8040.n in der veredelten Bruno Söhnle Version. Was das für euch heißt und wie so eine Veredelung stattfindet, das möchte ich euch hier nochmal ausführlicher beschreiben. Wir kommen erstmal auf die reinen Hard Facts zum Werk und ihre Funktionen, die ihr über das Zifferblatt ja zum Teil schon habt, sehen können. Wir haben hier ein Swiss Made Werk mit 13 Steinen, vergossen. Wir haben eine Standardbatterie mit einer Laufzeit von 48 Monaten und das Uhrwerk ist ein Metalluhrwerk und reparierbar. An Funktionen haben wir einiges. Ihr habt es bereits sehen können durch die Aufnahmen, was alles auf dem Zifferblatt los ist. Wir haben eine Chrono-Funktion, die euch das Stoppen verschiedenster Zeiten ermöglicht. Wir haben eine Tagesanzeige retrograd, wir haben ein Großdatum mit Schnellschaltung und wir haben eine kleine Sekunde. Hier ist also nicht nur ein normaler Chrono mit den entsprechenden Funktionen vorhanden, sondern eben auch so Sachen, die ich sehr, sehr cool finde, wie die retrograde Tagesanzeige oder eben das Großdatum. Das sind alles Punkte, die finde ich diese Uhr nochmal zu etwas sehr Besonderem machen, denn es ist nicht nur ein schlichter Chrono, sondern bietet eben viel mehr als nur das und auch die Chrono-Funktion an und für sich ist ja sehr durchdacht und sehr, sehr hilfreich im Alltag, wenn man denn darauf zurückgreifen möchte kommen wir nun also dazu, warum dieses Werk etwas Besonderes und eben kein normales Ronda-Quarz-Uhrwerk ist. Erstmal stellt sich natürlich die Frage, warum verwendet Bruno Söhnle Ronda-Werke aus der Schweiz? Das hat zwei Gründe: Es gibt keinen deutschen Quarzwerkhersteller und Uhrwerke von Ronda sind die einzigen Werke aus europäischer Fertigung, welche sich für den Wertschöpfungsprozess eignen, der eben in Glashütte dann nochmal stattfindet. Ja, das sind Punkte, die dafür sprechen, warum eben diese Ronda Werke genutzt werden. Ja und der Wertschöpfungsprozess gliedert sich dann in verschiedene Punkte auf, die ich euch hier mal versuche stichpunktartig darzustellen. Wir haben eine Demontage der Teilesätze, es gibt dann die galvanische und mechanische Bearbeitung und dann im Anschluss die Montage der Teilesätze. Im Rahmen der Demontage wird also der Teilesatz demontiert. Dieser Teilesatz besteht aus der Abdeckplatte, den Räderwerkbrücken, der Batteriefeder und Schrauben. Es findet dann eine Veredelung statt und zwar werden die Abdeckplatten und Räderwerkbrücken geschlitzt. Graviert und anschließend vernickelt. Die demontierten Schrauben allerdings werden poliert und danach werden die Schrauben thermisch gebläut. Um sie thermisch zu bläuen, werden sie auf 280 Grad erhitzt und bei dieser Temperatur wird eben die typische kornblumenblaue Farbe von Stahl erreicht. In der Montage wiederum wird dann der bearbeitete Teilesatz wieder auf die Schablone montiert und sichtbare Spulen werden silbern eingefärbt. Die Gangkontrolle beinhaltet dann, dass jedes einzelne Werk nochmal getestet wird und eben auf Ganggenauigkeit und Funktionalität geprüft wird, bevor es für die Produktion der Uhren wiederum freigegeben wird. Kommen wir nun also zu meiner persönlichen meinung die ich ja teilweise bereits angeschnitten habe ich finde für mich selber und für mein handgelenk die proportionen der uhr extrem passend und könnte mir vorstellen dass sie vielen von euch ebenfalls gefällt und an viele handgelenke unter der community passt das ist schon mal zum einen etwas was ich sehr sehr schön finde gerade als fan größerer uhren was ich zudem cool finde ist dass die uhr nicht einfach nur groß ist sondern eben auch jede menge funktionen bietet mein persönliches highlight ist da die retrograde tagesanzeige aber eben auch Punkte wie der Chrono, wie das Großdatum mit Schnellschaltung, die kleine Sekunde. All das macht für mich das Zifferblatt sehr, sehr lebendig, ohne dass ich persönlich in meinem Geschmack erschlagen werde von zu viel Funktion. Ansonsten habe ich persönlich auch durch dieses Video extrem viel gelernt und hoffe euch dieses Wissen weiter vermitteln zu können, indem ich eben mal erfahren habe, was eigentlich mit den Quarzwerken bei Bruno Söhnle geschieht, um dort die entsprechende Wertschöpfung zu erreichen. Das war mir in keinster Art und Weise bewusst, dass so viel Aufwand in so einem Quarzwerk steckt und ich finde das Ergebnis absolut genial und wie schon gesagt, ich finde es super cool, auch einen Blick auf das Werk freizugeben durch den entsprechenden Glasboden. Kleine Highlights, die mir noch aufgefallen sind, vor allem bei dem blauen Blatt war zum Beispiel die rote Sekunde. Das ist ein sehr, sehr schöner Kontrast, dieses Rot und Blau und insgesamt muss ich sagen, finde ich auch die Uhr am Stahlband sehr, sehr gelungen, da das Band sich nahezu ins Gehäuse integriert und durch diesen sehr polierten Anteil an Stahlgliedern eben einen schönen Glanz, ein schönes Erscheinungsbild darstellt. Also, ich persönlich, wenn ich die Wahl hätte, würde wahrscheinlich dann letzten Endes, obwohl die kleine Sekunde in Rot mich doch sehr reizt, beim weißen Zifferblatt am Stahlband sein. Ich denke, das wäre mein Favorit für den Alltag, für im Prinzip jede Gelegenheit, ob mit Sakko oder eher sportlich. Ich denke, die Uhr geht da für jeden Anlass und ähm, ja, das wäre so mein Mittel der Wahl. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr zu den Uhren sagt. Wie ist eure Meinung? Was haltet ihr davon? Und welches der Modelle, die ich gezeigt habe, aber auch welches der Modelle insgesamt in der Produktpalette der Makato wäre die für euch geeignete Uhr und warum. Schreibt mir all das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu lesen und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit den Infos zu der Uhr, die ich euch habe geben können. Vielleicht verleitet es euch ja auch mal auf die Homepage von Bruno Söhne zu gehen und sich da noch ein bisschen näher die Uhren anzuschauen. Bis dahin sage ich, ich freue mich auf das nächste Video. Führen mit euch. Macht es gut. Bis bald. Ciao.